Okay, da ist. Ich habe gerade auf jeden Fall ein Riesenproblem festgestellt. Das kriege ich auch nicht mehr gelöst. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück hier in der Moped Factory. Ich habe für euch im Internet die wahrscheinlich kleinste Ratsche der Welt gefunden. Werdet ihr die heute testen? Ist das Ganze alltagstauglich? Kann man damit 10 Newtonmeter drehen? Und wird es den Weg in unser Moped Factory Bordwerkzeug finden? Das erfahrt ihr alles in diesem Video. Bis gleich. Ja, ihr habt es gesehen. Das Ganze ist eine Ratsche, wirklich aufs Minimum reduziert. Bei so einem Mofa oder Moped bin ich ja immer ein großer Fan von diesen Viertel-Zoll-Ratschen. Also da hat man von einer Schlüsselweite von 6 bis sagen wir mal 13 wirklich alles abgedeckt und die meisten Schrauben sind an einem Mofa oder Moped wirklich in diesem Bereich. Natürlich gibt es auch mal größere, so an den Rädern oder so, aber trotzdem, so eine Viertel-Zoll-Ratsche ist, glaube ich, bei jedem im Werkzeugkasten drin. Und genau, das kleine Ding soll jetzt so eine handelsübliche ersetzen und ob es das schafft, das testen wir jetzt. Ich habe mir so ein paar Sachen überlegt. Aber bevor wir jetzt anfangen mit dem großen Test, zeige ich euch mal kurz, wie das Ganze ankommt und wie mein erster Eindruck war. Die Ratsche kommt super simpel verpackt in so einer kleinen Plastiktüte an. War jetzt zumindest bei uns so. Trotzdem muss ich sagen, nach dem ersten Auspacken hatte ich einen guten Eindruck, denn das Ganze fühlt sich sehr hochwertig an. Der Ring außen ist aus Aluminium, dann hat man diese beiden Plastikabdeckungen und das eine ist quasi die Umschaltung zwischen links, rechts und in der Mitte blockiert. Dann hat man hier den Anschluss für Bits und auf der anderen Seite für die Viertelzollnüsse. Bezahlt haben wir für diese Mini-Ratsche jetzt 13 Euro. Natürlich verlinken wir euch die in der Videobeschreibung. Ich glaube, die ist gerade im Angebot, zumindest war sie bei uns im Angebot. Normalerweise kostet die um die 18 Euro. Das klingt jetzt erstmal sehr wenig, zumindest finde ich. 13 Euro für eine Ratsche klingt nicht viel, aber man muss mal überlegen, dass so eine Ratsche ohne dieses ganze Set auch ungefähr um die 15 Euro kostet. Das heißt, die Ratsche muss schon abliefern oder der Vorteil, dass sie so klein ist, muss doch überwiegen, weil sonst, finde ich, ist dieser Formfaktor ein bisschen zu vernachlässigen, je nachdem, wie klein man packen muss. So, wir gehen jetzt weiter zum Test. Und zwar habe ich es mir folgendermaßen vorgestellt. Ich nehme euch mal mit an die Werkbank. Und damit herzlich willkommen zu Versuchsaufbau Nummer 1. Und zwar habe ich hier Folgendes vorbereitet. Eine M8er Schraube eingespannt mit einer Mutter oben drauf. Und die werde ich jetzt gleich mit der Mini-Ratsche festziehen. Also ihr seht hier, es ist lose. Die werde ich jetzt mit der Mini-Ratsche festziehen und danach mit dem Drehmomentschlüssel quasi nachchecken, bei wie vielen Newtonmetern der noch auslöst. So, also 13er Nuss drauf, rechts rum einstellen und jetzt mal festziehen. Uff. Also, ich glaube, das habe ich mir einfacher vorgestellt sogar. Also, man hat dann doch nicht so viel, kann dann doch nicht so gut dran drehen. Naja, wir testen jetzt mal gegen. So, ich stelle ihn jetzt erstmal auf, weiß nicht, 2 Newtonmeter ein. So. Und dann schaue ich halt hier an der Seite. So, also das hier ist noch... Das ist die Bewegung, die hier drin ist. So, und jetzt, ja, der löst noch aus. Stellen wir den mal ein bisschen höher ein. Machen wir mal 3. Ja, es hat sich schon minimal bewegt. Deshalb stelle ich jetzt mal noch 4 ein. Okay. Und werde jetzt noch mal gegentesten, indem ich versuche, die Schraube, die Mutter noch mal zu lösen. Okay, da ist, ich habe gerade auf jeden Fall ein Riesenproblem festgestellt. Das kriege ich auch nicht mehr gelöst. Nee, keine Chance. So, dann ziehen wir jetzt noch mal mit 3 Newtonmetern fest. Und das sind 3 Newtonmeter. Und das Ganze versuche ich jetzt noch mal zu lösen. Okay, ich muss euch gleich ein Riesenproblem an diesem Gerät zeigen. Okay, das kriege ich auf jeden Fall noch los, aber gerade so. Also ich würde sagen, 3 Newtonmeter, wenn wir davon ausgehen, dass dieser Drehmomentschlüssel präzise ist, dann sind es ungefähr 3 Newtonmeter, was nicht besonders viel ist. Aber das viel größere Problem, welches ich gerade festgestellt habe, ist folgendes. Wir gehen jetzt davon aus, ich drehe rechts rum die Mutter fest. So, ich stelle das hier oben ein, drehe so rum fest. Okay, ab hier wird es schwer. So, jetzt ist für mich naheliegend, dass ich die Hand hier oben drauf lege und das Ganze richtig festziehe. Das Problem ist aber nicht nur, dass ich so rum festziehe, sondern in der gleichen Richtung verändere ich auch diesen Ring zum Umschalten der Richtung in die andere Richtung. Das heißt, wenn ich so rum jetzt drehe,
dreht er in die falsche Richtung. Das heißt, wenn ich meine Hand drauf lege und drehe, drehe ich automatisch das Teil lose. Das ist natürlich sehr schade. Das wäre andersrum viel besser, weil dann könnte ich viel mehr Kraft aufbringen. Und das gleiche Problem hat man natürlich beim Losdrehen dann auch. Okay, das ist natürlich ärgerlich. Man kann halt nur hier so mit zwei Fingern versuchen. Und man hat das Problem halt nicht, wenn man Bits festzieht. Aber da braucht man meiner Meinung nach nicht so viel Kraft wie bei so einer Nuss. Dass wir hier keine Wunder erwarten konnten, was die Kraftübertragung angeht, das war wahrscheinlich klar. Aber 3 Newtonmeter ist schon relativ wenig. Das ist mit so einem normalen Ratsch überhaupt gar kein Problem. Das viel größere Problem ist aber das, was ich euch gerade gezeigt habe. Und zwar, dass der Umschaltring in die gleiche Richtung sich umschaltet, wie man quasi festzieht. Das stört mich sehr und da gibt es von mir auf jeden Fall einen fetten Minuspunkt. Ich habe mir was überlegt, womit man das umgehen kann. Aber ob das Ganze dann noch so diesen Sinn von dieser Ratsche erfüllt, das weiß ich nicht. Trotzdem zeige ich es euch mal. Gehen wir davon aus, dass man das als Set mit noch ein paar anderen Werkzeugen im Werkzeugkoffer hat. Dann hätte man wahrscheinlich auch einen Imbusschlüssel dabei. Und jetzt wäre natürlich die Option, dass man den Imbusschlüssel hier oben aufsetzt und dann quasi den Hebel verwendet und das damit festzieht. So. Und jetzt können wir nochmal nachmessen. Ich stelle mal 10 Newtonmeter ein. Auch das löst noch sofort aus. Stellen wir mal 15 ein. Das löst auch noch aus. Also ja, es ist dann natürlich ein ganz anderes Level an Kraft, was man darauf überträgt. Okay, hier irgendwo so bei 20 Newtonmetern wird es dann irgendwann weniger. Wir können ja noch mal kurz 30 einstellen. Okay, ja, das ist dann nicht mehr. Da sieht man dann, was so ein kleiner Hebel ausmacht. Von der Kraftübertragung bin ich echt ein bisschen enttäuscht. Das wäre natürlich was, womit man da Abhilfe schaffen könnte. Aber dann hat man ja theoretisch sich wieder eine kleine Ratsche gebaut. Trotzdem halte ich das mal so im Hinterkopf, weil so einen Imbusschlüssel nimmt man ja dann doch auch immer mit. Gut, jetzt kann man natürlich sagen, Kraftübertragung ist auch gar nicht das, worauf es ankommt, weil dann könnte ich mir auch einfach irgendwie einen Ringschlüssel mitnehmen oder sowas, sondern es kommt ja vielmehr auf diese Funktion an, dass man quasi eine Schraube schnell lösen oder festschrauben kann durch diese Ratschenfunktion. Und das werden wir jetzt testen und gleichzeitig noch schauen, wie viel Grip man auf so ein Bit übertragen kann. Und dafür habe ich mir folgenden Versuchsaufbau überlegt. Und damit willkommen bei Versuchsaufbau Nummer 2. Hier habe ich mir folgendermaßen gedacht, ich habe hier ein Stück Holz eingespannt. Und werde jetzt versuchen, mit einem Bit, ich habe extra Kreuz gewählt, damit man möglichst wenig Grip hat, versuchen, das Ganze in das Holz reinzudrehen. Und da können wir auch diese Ratschenfunktion mal richtig testen. Mal schauen, ob das Ganze funktioniert. Das Holz ist nicht besonders hart, deshalb bin ich da zuversichtlich. So, erstmal ansetzen. Okay, hier haben wir jetzt das Problem nicht mit dem Umschalten, deshalb geht das sehr entspannt. Jetzt wird es langsam schwer. Okay, so weit geht es auf jeden Fall noch entspannt. Jetzt will ich mal kurz mit einem Schraubendreher checken, wie viel Kraft ich jetzt mit einem Schraubendreher aufwenden müsste. Okay, mit dem Schraubendreher ist auch schon echt schwer. Das heißt, hier ist dieser längere oder kürzere Griff eigentlich kein Problem. Und wir könnten jetzt hier auf jeden Fall auch noch weiter drehen. Das Einzige, was ich hier merke, was nervt, ist jetzt der Pin, weil der guckt halt jetzt nach oben raus und ist natürlich dann nicht so angenehm in der Hand. So, mit zwei Händen geht es noch gerade so. Also ich muss sagen, da macht diese Funktion auf jeden Fall sehr viel Sinn und man kriegt auch relativ viel Kraft drauf. Also ich fand es jetzt mit dem Schraubendreher auch schon schwer. Natürlich hätte man mit dem Schraubendreher dann noch mehr Kraft am Ende drauf auswirken können, aber trotzdem finde ich, da kann sich das sehen lassen und ich hatte jetzt eigentlich auch die ganze Zeit genug Grip, um den Bit in die Schraube zu drücken, also da bin ich jetzt ganz zufrieden. Ja, ich würde sagen, diesen Test hat die Mini-Ratsche eigentlich ganz gut überstanden und ich habe jetzt noch zwei Tests vorbereitet und der erste Test von den beiden ist quasi das Ganze einfach mal wirklich im Einsatz zu testen und dafür überlege ich mir jetzt hier, welche 3-4 Schrauben ich mal versuche an der Piaggio-C zu lösen bzw. festzuschrauben und wie gut das Ganze dann in der Handhabung ist, weil dafür ist es ja auch gedacht und wenn es das nicht schafft, dann können wir das Ding direkt in die Tonne werfen. So, die passende Nuss ist drauf. Hier hat man unten jetzt nicht so viel Platz, da dachte ich mir, das ist mal ein ganz guter Test, aber trotzdem muss ich sagen, man kommt ganz gut ran und kann auch hier unten dann entsprechend Kraft aufbringen. So. Okay, so.
das Ganze hält, war jetzt schnell gefixt und dafür funktioniert das Ganze auf jeden Fall. Testschraube Nummer 2 ist die vom Auspuff, weil das ist so ein Szenario, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Der Auspuff wackelt sich los und man muss den schnell festziehen, während man vielleicht auf einer Mofa-Tour ist. Deshalb hier jetzt der Test. Ich habe es ein bisschen rausgedreht und hier natürlich auch wieder der Abstand das Problem, aber ich glaube, das geht eigentlich ganz gut. Ja, perfekt. Also das hat jetzt echt sehr gut funktioniert. Suchen wir uns die nächste Schraube. Deshalb jetzt hier hinten nochmal was, wo wir auch ein Bit testen können, so ein Rücklicht. Schauen wir mal. Ja, das funktioniert gut. Dann schrauben wir es auch direkt wieder fest. Top. Ich muss sagen, der Test jetzt hier, so wie man das Ganze auch einsetzen würde, hat dann doch sehr gut funktioniert. Man hat ein paar Limitierungen einfach vom Abstand. Hier könnte man sich natürlich eine kleine Verlängerung mitnehmen, aber auch so hat man schon sehr, sehr viele Schrauben, die man damit auf jeden Fall festziehen kann. Also so im Einsatz gebe ich dann doch einen Daumen hoch und jetzt habe ich noch den letzten Test vorbereitet und den habe ich extra ganz ans Ende gemacht, denn wir wollen ja auch gucken, wie stabil das Ganze ist. Und deshalb würde ich sagen, lasse ich das jetzt mal so aus ungefähr 2 Meter Höhe fallen. So ungefähr. Und dann schauen wir mal, ob irgendein Schaden zustande kommt, weil bei so einer anderen Ratsche wäre das gar kein Problem. Okay, also ich hebe das jetzt ungefähr mal so auf 2 Meter. Also wir sehen hier, es hat sich ein bisschen auseinandergedrückt. Ich drücke es mal wieder zusammen. Das Ganze funktioniert aber noch ohne Probleme. Also es war jetzt einfach nur der Deckel, der sich ein bisschen gelöst hat. Aber sonst alles in Ordnung. Wir machen das Ganze noch einmal. Dieses Mal sieht alles gut aus. Also doch recht stabil auf jeden Fall. Gut, kommen wir zum Fazit und ich muss sagen, auch wenn die Mini-Ratsche so ein paar Limitierungen hat, hat sie mich schon im Endeffekt überzeugt. Einfach, weil ich gemerkt habe, wenn man dann doch was am Mofa schrauben muss, dann funktioniert das. Und deshalb finde ich, ist das eine sehr gute Ergänzung, besonders so fürs Bordwerkzeug. Und da habe ich mir noch was überlegt und zwar, da wir ja jetzt hier so eine Mini-Ratsche getestet haben, wäre es doch mal richtig cool, wenn wir ein kleines Bordwerkzeug zusammenstellen würden. Das können wir gerne zusammen machen und dafür werde ich bei uns auf dem Discord-Server einen Bereich eröffnen, wo wir so die Ideen zusammentragen können. Denn ihr wisst ja, bald ist das große Moped-Rodeo und dafür müssen wir auf jeden Fall unser Werkzeug so klein wie möglich verpacken, so leicht wie möglich. Und ich habe schon mal was vorbereitet und zwar könnte ich mir das Ganze so vorstellen, dass man jetzt hier zum Beispiel ein Set hat, wo die Mini-Ratsche drin ist, 3 Nüsse und 4 Bits. Und dann hätte man quasi 3 Schraubenschlüssel und 4 Schraubenzieher dabei und das super kompakt verpackt. Da könnten wir uns jetzt noch schön ein Gehäuse für überlegen oder ein Band, was drum kommt. Also gerne können wir da unsere Ideen teilen. Kommt auf unseren Discord-Server, der Link ist auch unten in der Videobeschreibung, genauso wie der Link zu der Mini-Ratsche. Und dann freue ich mich, wenn ihr da ein paar Ideen mit uns teilt. Das war's von mir für heute. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.